Please, Mr. Bimble. You are at the present time a prisoner of war of the United States. Bitte? Ich habe es bitte noch einmal, bitte. Ich habe nicht verstanden. I didn't get that answer. You are at the present time a prisoner of war of the United States. Ich bin zurzeit Kriegsgefangener der Vereinigten Staaten. You have been interrogated on a number of occasions by representatives of the United States. Ich bin mehrmals vernommen worden durch Vertreter der Vereinigten Staaten. You have also had a number of consultations with Dr. Stommer, who has just examined you. Ich hatte mehrere Besprechungen mit Herrn Stommer, der eben die Fragen an mich richtete. Those questions were addressed to you some time ago and you prepared your answers in writing. Diese Fragen sind mir vorher gesagt worden und ich konnte mich darauf vorbereiten. Turning to the subject of the concentration camps and the activities of your department in releasing persons from them, as I understand you, a large number of applications came to the Goering office for release from concentration camps. Ich habe vorhin gesagt, dass Gesuche um Entlassung aus den Konzentrationslagern an meine Abteilung nicht gekommen sind, sondern an das Stabsamt. An mich sind lediglich Gesuche gekommen und Beschwerden, in denen Leute baten, um Hilfe baten, da sie festgenommen worden seien, darunter auch Juden, die festgenommen werden sollten. And were those applications that did come to you numerous? Mein Sektor ist nur aus dem Bereich der Luftwaffe. Es waren ungefähr 10 bis 20 Anträge. And those applications were from persons who were threatened with imprisonment or had been imprisoned, or both. Es war teilweise Personen, die verhaftet waren, und teilweise Personen, die verhaftet werden sollten. And in each case, as I understand you, you intervened to help them. Ich habe nach Weisung des Reichsmarschalls in allen Fällen, die an mich gekommen sind, geholfen. And did you know of any other case that came to the staff in which help was not given to the imprisoned persons? Davon weiß ich nichts. Ich hörte nur von Dr. Kritzbach, dem Chef des Staatsamtes, dass auch solche Gesuche, die bei ihm einliefen, in menschlicher Weise erledigt worden sind. Now, were the persons that you intervened for innocent of crime, or were you helping people out who were guilty of crime? Das waren unschuldige Menschen, denen ich half. So it came to your notice that innocent people were being put in concentration camps. Ich bitte noch einmal, die Frage zu wiederholen.
It came to your notice that innocent people then were being put in concentration camps. Nicht gebracht wurden, sondern gebracht werden sollten. I thought you said you intervened for some who had been arrested. Ja, der war nicht in Konzentrationslager gebracht, sondern dieser, ich nenne den Fall ein praktisches Beispiel. Ein Kamerad vom Jagdgeschwader Richthofen namens Lüpper, der Jude war, ist von der geheimen Staatspolizei verhaftet worden. Also nicht ins Konzentrationslager gebracht worden, sondern zunächst von der geheimen Staatspolizei verhaftet worden. Sein Rechtsanwalt ließ mir Nachricht zukommen. Ich habe diesen Fall dem Reichsmarschall gemeldet und der Reichsmarschall gab mir Weisung, dass man diesen Mann wieder aus der vorläufigen Haft der geheimen Staatspolizei, das war in Hamburg, wieder entlasse. Er war also noch nicht im Konzentrationslager. Dieser Fall basierte... I beg your pardon, sir. Dieser Fall basierte im Jahre 1943, meines Wissens. What was he charged with when he was arrested? Er wurde deswegen verhaftet, weil er Jude war und man sagte ihm, er hätte einen Verstoß gemacht gegen die Sittlichkeit, indem er mit einer Arierin in einem Hotel angetroffen worden sei. And did you make any inquiries to whether the charge was true? Ich brauchte mich deswegen nicht erkundigen, weil die Entlassung keine Schwierigkeiten machte. Er wurde, als ich anrief, entlassen und stand dann unter dem Schutze von Hermann Göring. Who did you call up to get his release? Es wurde damals angerufen, der Vorstand der geheimen Staatspolizei. Der Geheimstaatspolizeistelle in Hamburg. Den Namen weiß ich nicht. Das habe ich nicht persönlich gemacht, sondern mein Referent, Ministerialrat Dr. Pöttcher. So that the Gestapo would release persons upon the request of Hermann Göring's office. Right? Nicht von Hermann Görings Büro, sondern der Reichsmarschall hat Weisung gegeben, nicht wahr, dass das gemacht werden soll, und dann ist das ausgeführt worden. I thought you said your assistant called up. Did Göring also call the Gestapo himself? Nein, er hat sie nicht selbst angerufen. In diesem Falle nicht. So that even though this man may have been guilty of the charge, if he belonged to the Luftwaffe, he was released on the word of the Reichsmarschall. Er war nicht Angehöriger der Luftwaffe, sondern er war Zivilist. Er war früher Kamerad von uns im Jagdgeschwader Richthofen. Er war während des Krieges nicht bei der Wehrmacht. But your instructions were to release all persons who were Jews or who were from the Luftwaffe? Is that your instructions from Göring? Der Reichsmarschall sagte mir immer, wenn ein solcher Fall ist, soll ich human handeln, und ich habe das in allen Fällen getan. Now, did you find that Jews were arrested, that there were no charges against? Im Fall der beiden Familien Ballin in München. Diese beiden Familien, das waren zwei ältere Ehepaare über 70 Jahre. Diese beiden Ehepaare sollten verhaftet werden. Und mir wurde das mitgeteilt. Und ich
trug das dem Reichsmarschall vor und der Reichsmarschall sagte mir, dass diese beiden Ehepaare ins Ausland zu bringen seien. Es handelte sich um die beiden Ehepaare Ballin, die seinerzeit im Jahre 1923, als Hermann Göring an der Feldherrnhalle schwer verwundet wurde, als er zurückging in ein Haus, wurde er von dieser Familie aufgenommen und ärztlich betreut. Und diese beiden Familien sollten verhaftet werden. For what? Und das ist durch Reichs. Die sollten verhaftet werden, weil allgemein war angeordnet, dass Juden in Sammellager kommen. And you knew of that order? Der Befehl kannte ich nicht. Es ist mir durch diese Beispiele, die an mich herangetragen wurden, nicht wahr, war es mir klar, dass dieser Abtransport stattfinden sollte. Den Befehl selbst habe ich nie gelesen und auch nie gehört, weil ich damit nichts zu tun hatte. Well, then it came to your attention that Jews were being thrown into concentration camps merely because they were Jews. Ich spreche hier nicht von Konzentrationslagern, sondern diese Leute sollten in Sammellager, nicht KZs. KZ ist ja ein Lager, wo Special camps, not concentration camps, special camps. Where were they going from there? Where were they going das from weiß the special camps? Wo sie dahin gebracht werden sollen. And where was this special camp that you speak of? Das weiß ich auch nicht, wo die hingebracht werden sollen. Man sagt nur, sie sollen abtransportiert werden. But neither you nor Göring had any suspicion that if they were taken to concentration camp, any harm would come to them, did you? Das, was in den Konzentrationslagern geschehen ist, davon habe ich nichts gewusst. Now, didn't you hear about the concentration camps? And wasn't the purpose of your saving these people from going to them that the people who went there were mistreated? Ich muss immer wiederholen, dass ich die Leute aus der ersten Haft, der sie bei der geheimen Staatspolizei waren, herausgeholt habe. Das war noch nicht im Konzentrationslager. What was the Gestapo taking them into custody for, if not for concentration camp? Welchen Zweck die geheime Staatspolizei mit dieser Verhaftung verfolgte, das weiß ich nicht. But you intervened to save them from the Gestapo without even finding out whether the Gestapo had cause for arresting them. Ja, wenn die geheime Staatspolizei jemand verhaftet, dann hat sie mit ihm ja irgendetwas vor. But you made no inquiry into that, did you? Ich sagte ja schon, dass es bekannt war, dass diese Leute ins Sammellager kamen. Nicht KZs, ins Sammellager. Dass die Leute abbefördert werden, das war bekannt. Das wussten sehr viele Deutsche, dass die Leute in Arbeitslager kamen und in solchen Arbeitslagern eben zur Arbeit eingesetzt wurden. At forced labor? Wie bitte? At forced labor? Das waren normale Arbeiten. Mir ist bekannt, dass zum Beispiel in Lodz die Leute in der Textilindustrie arbeiten.
And where were they kept while they were doing that work? Das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Well, they were kept in a camp, weren't they? Das kann ich alles nicht sagen, weil ich das nicht weiß. You wouldn't know about that. Ich habe keine Ahnung davon. What is the difference between a work camp and a concentration camp? You've drawn that distinction. Ein Arbeitslager ist ein Lager, in dem die Leute untergebracht sind, ohne dass man sie irgendwie schlecht behandelt. And concentration camp is where they are ill-treated. Is that your testimony? Ja, das kann ich jetzt nur sagen, weil ich inzwischen das durch die Presse und jetzt in der Gefangenschaft erfahren habe. Damals wusste ich es auch nicht. Das weiß ich jetzt erst, weil ich das durch die Presse, ich war in England längere Zeit in Gefangenschaft, der englischen Presse standen da Abhandlungen, habe ich das gelesen. You spoke of collection camps. Many people knew they were being taken to collection camps to be taken away. Where were they being taken away? Das weiß ich nicht, wo sie von den Sammellagern gebracht wurden. Did you ever inquire? Nein, habe ich keine Umfrage gestellt. You were adjutant to the number two man in Germany, were you not? Jawohl. And you never ventured to ask him about the concentration camps. Nein, über dieses Thema habe ich mit ihm nicht gesprochen. No. The only instructions you had were to get everybody out that you could. Wo ein Bittgesuch des Betreffenden oder eine Beschwerde einlief, und diese Fälle habe ich verfolgt und in diesen Fällen habe ich geholfen. Now, you knew that Hermann Göring was a close co-worker with Himmler, didn't you? Dass Mitarbeiter von Himmler war, das wusste ich nicht, weil ja mit ihm nicht in irgendeiner Tätigkeit zusammenarbeitete. Himmler kam öfter zu Besprechungen zu Hermann Göring. Und diese Besprechungen fanden unter vier Augen statt. And you knew that he was not only a friend, but that he had aided Kaltenbrunner to his post when Kaltenbrunner came to office. Did you not? Nein, das wusste ich, weiß ich nicht. You didn't know that. Das habe ich nicht gewusst, dass Reichsmarschall Göring Herrn Kaltenbrunner in sein Amt empfohlen hat. Das weiß ich nicht. Weil meine Tätigkeit sich ja lediglich auf den militärischen Sektor beschränkte. Ich war militärischer Adjutant des Reichsmarschalls. Ich hatte mit diesen Dingen nichts zu tun. Did you have anything to do with the procedure of making full Aryans out of half Jews? In der Mischlingsfrage kamen Gesuche aus dem Bereich der Luftwaffe an mich, und zwar Offiziere hätten nach den Bestimmungen entlassen werden müssen, Mischlinge. In vielen Fällen hat der Reichsmarschall Weisung gegeben, dass diese Offiziere nicht entlassen werden. What was done about it? In diesen Fällen wurde der Chef des Personalamtes der Luftwaffe angewiesen, diese Herren nicht zu entlassen. And in some cases, some kind of an order was made, was it not, that they were full Aryans, notwithstanding Jewish parentage? Ich kann mich augenblicklich an keinen solchen Fall erinnern.
You spoke of the requests for help from Goering coming from the broad masses of the people, and those requests were submitted to his staff. Is that right? Jawohl. And who was the head of that staff? An der Spitze dieses Stabes stand der Chef des Stabsamtes, Dr. Gritzbach. How many assistants did he have? Es waren drei Abteilungen, eine Presseabteilung. Es war die Abteilung Dr. Görnert und das private Sekretariat vom Reichsrat. Es waren drei Abteilungen. And which of these sections handled the people's requests for relief from arrest? Das hat der Dr. Gritzbach und Dr. Görner haben sich damit befasst. To whom did they talk about these matters, do you know? Diese Leute, diese Herren haben dann auch, wie ich, dem Reichsmarschall Vortrag gehalten. So that he was kept fully informed of what you did and of what they did. Bitte die Frage noch einmal zu stellen. The Reichsmarshal was kept fully informed of these applications to you and to the other section. Von meiner Seite aus ist orientiert gewesen. And as I understand you, he never failed to give his assistance to one of the applicants that was made to him, so far as you know. Soweit die Gesuche an mein Amt oder persönlich an mich gerichtet waren, hat die Hilfe nie versagt. Es wurde auch tatsächlich immer geholfen. And never inquired into the guilt or innocence of the person he was helping. Ja, in den meisten, sie waren unschuldig. Es stand von vornherein fest. Yes, that. Now, you were present on the 20th of July at the bomb explosion, as I understand you in your direct testimony. Ich war am 20. Juli bei dieser Lagebesprechung anwesend und stand ganz nahe an der Bombe. Where was Hermann Goering on that day? Hermann Goering befand sich an diesem Tage in seinem Hauptquartier, das ungefähr von dem Ihrer Hauptquartier 70 Kilometer entfernt ist. Only 70 kilometers away. Is that right? Jawohl. And at what time were you instructed to represent him at that meeting? Ich hatte keinen Befehl, ihn bei dieser Besprechung zu vertreten. Ich war an dieser Besprechung, nahm ich teil wie an jeder anderen Besprechung als Zuhörer. Ich hatte keinen Befehl, ihn zu vertreten. Ich hatte ihn auch, den Reichsmarschall, nie im Führerhauptquartier zu vertreten, sondern ich war lediglich im Führerhauptquartier, um ihn über die Dinge zu orientieren, die ich vorher bereits vorgetragen habe. You represented him to listen, but not to talk, is that it? Ich habe nicht viel gesprochen in diesen Jahren. Ich war lediglich Zuhörer und habe ihn unterrichten müssen über das, was dort vor sich ging, was ihn als Reichsmarschall interessierte. How far in advance of that meeting were you instructed to attend the meeting? An dieser Sitzung, am 20. Juli, ich war am Tage vor diesem 20. Juli war ich in einem Sonderauftrag nach Lager Münster, Münsterlager, geschickt, um dort an der Besichtigung einer italienischen Division teilzunehmen. Ich kam am 20. Juli um 12 Uhr mittags mit dem Flugzeuge im Führerhauptquartier an
erstattete Adolf Hitler eine militärische Meldung. Und Adolf Hitler sagte zu mir, gehen Sie mit in die Lage. Ich wollte eigentlich gar nicht hineingehen. Und ich ging mit. Und nach 15 Minuten war dann das Attentat. Who sent you with the message? Whose message was it that you were delivering? Ich hatte den Auftrag damals vom Reichsmarschall Göring im Münsterlager einer Besichtigung der dortigen italienischen Division beizuwohnen und dem Feldmarschall Graziani zu sagen, dass die Mannschaften dieser Division für die Flakartillerie bereitgestellt werden sollten. Nachdem der Feldmarschall Graziani sich nicht damit einverstanden erklärte, war ich gezwungen, im Flugzeug nach dem Führerhauptquartier mich zu begeben. Ich sollte nämlich anfänglich in den Sonderzug von Mussolini mitfahren, der vom Münsterlager in der Nacht vom 19. zum 20. Just answer my question, witness. Just Jawohl. Answer the question, please, and you'll save us a great deal of time. Whose message were you carrying Jawohl. To the Führer? Ich brachte die Whose Botschaft, dass Graziani mit der Abgabe dieser Soldaten, dieser italienischen Division, nicht einverstanden ist. Diese Meldung überbrachte ich. And before you started for the Führer's headquarters, you communicated with Göring about it, didn't you? Vor dieser Abreise, als ich nach dem Münsterlager flog, das war einige Tage vorher, da habe ich mit ihm gesprochen. Und als ich zurückkam, 12.15 Uhr, im Führerhauptquartier, rief ich, bevor ich zum Führer ging, habe ich Hermann Göring telefonisch in seinem Hauptquartier angerufen und ihm die gleiche Meldung gemacht. And did he instruct you to go to the Führer's headquarters at that time and give the message to the Führer? Diese Abreise vom Münsterlager habe ich selbstständig gefasst, weil es für Adolf Hitler wichtig war, diese Meldung zu wissen, bevor Mussolini, der am 20. Juli um 3 Uhr nachmittags im Führerhauptquartier erwartet wurde, das zu wissen. As I understand you, Göring wanted a peaceful outcome of the negotiations at Munich. Das hat er mir mehrmals gesagt. And he was highly pleased with the outcome that was achieved there. Er war sehr zufrieden. Ich habe das vorhin betont, indem ich sagte, als er aus dem Sitzungssaal kam, sagte er spontan, das ist der Friede. And when you say that Göring wanted peace with Poland, he also wanted that same kind of a peace, didn't he? Über den Frieden mit Polen habe ich nicht mit ihm gesprochen. Did he send someone or induce the Hitler to take someone to Munich in order to countercheck Ribbentrop? Persönlich weiß ich darüber nur Folgendes. Hier in der Gefangenschaft hat Hauptmann Wiedemann mir gegenüber geäußert, dass Hermann Göring den Wunsch geäußert habe, den Herrn von Neurath mitzunehmen.
Und Wiedemann sagte mir, dass Adolf Hitler diesem Wunsche entsprochen habe. Well, now you were interrogated. You were interrogated by the United States about this subject before Wiedemann got here, weren't you? Before? Before Wiedemann was brought here. Über dieses Thema bin ich nicht verhört worden, über dieses Thema Münchner Abkommen und Herr von Neurath. Were you not interrogated on the 6th day of November 1945? And did you not then say that Goering used very harsh words about Ribbentrop and asked Hitler to take Neurath to Munich with him in order to have a representative present? Did you not say that to the interrogators of the United States? Ich kann mich im Augenblick nicht erinnern, wenn aber das im Protokoll steht, dann wird es so sein. This meeting as to which you have by the way, after Munich, you knew that Goering gave his word of honor to the Czechs that there would be no further aggression against them, do you not? Bitte noch einmal wiederholen. You know that after Munich, when Goering was pleased with the outcome, he gave his word of honor that there'd be no further aggression against the Czechs. Did you know that? Nein. This meeting that took place in London, the meeting that took place when the Englishmen were present. In Husum. Yeah. Who was the Swedish person who was present? Der anwesende Schwede war Herr Dalerus. Who were the English who were present? Es waren 6 bis 8 englische Wirtschaftsführer. Die Namen sind mir nicht bekannt. And at that time, by the way, have you fixed the time of that? What was the date? Ich kann es nicht genau sagen. Es war anfangs August. Monday, August the 7th? Ich kann es nicht sagen. Was Mr. Dolores there? Die Frage, ob Dalerus da war. Yes. Ich kann mich hundertprozentig nicht erinnern, ob er da war. Ich wusste nur, dass, als ich mit dem Herrn Rechtsanwalt drüber sprach, sagte er mir, Dalerus wäre da. Aber ich kann es ihm wirklich hundertprozentig nicht beschwören, ob er anwesend war. Ich habe das angenommen, weil mir der Rechtsanwalt, Herr Dr. Stamer, sagte, er sei da gewesen. Darauf gründet sich meine Aussage von vorher, dass ich sagte, Hermann Göring und Dalerus waren bei dieser Sitzung anwesend. And the subject under discussion was the Polish relations of the German Reich. Es war nicht von polnischen Beziehungen die Rede, sondern von den englischen Beziehungen, von den Beziehungen zwischen England und Deutschland. Von polnischen Beziehungen war nicht die Rede. And Goering wanted the English gentleman to see that England didn't attack Germany? In diesem Sinne hat er das nicht ausgedrückt. Er sagte, wie ich vorhin bereits ausführte,
Die englischen Herren sollen, wenn sie nach Hause kommen, sollen sie in dem gleichen Sinne wie er für den Frieden bei den maßgebenden Stellen ihren Einfluss geltend machen. Now, wasn't that said in connection with the Polish negotiations that were then going on? Von den polnischen Verhandlungen, ich kann mich nicht erinnern, dass von den polnischen Verhandlungen gesprochen wurde. Were you with Hermann Göring when the Polish war broke out? Als der polnische Krieg anfing, war ich in Berlin. Were you still in your office with under Hermann Göring's command? Ich stand damals unter Hermann Göring's Befehl. And when did you first begin preparing for a movement of your forces in the direction of Poland? Darüber kann ich keine maßgebende Auskunft geben. Das war Sache des Generalstabschefs. Ich weiß nur, dass in der Zeit vor Beginn des Krieges, dass der Generalstabschef mehrmals beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe, bei Hermann Göring, war und da sind solche Fragen besprochen worden. Ich selbst bin nicht orientiert, welche Kräfte, wie viele Kräfte nun gegen den Polenfeldzug eingesetzt werden sollen. Were you present at the conference in which Hermann Göring informed that he, right after Munich, had orders to multiply the air force by 5? An eine solche Besprechung kann ich mich nicht erinnern, dass ich dabei war. You know that the Air Force was greatly enlarged after Munich? Ich kann nur das ein... Nein, das weiß ich nicht. Es war ein Plan und dieses planmäßig ist diese Luftwaffe weiter gefördert worden. Ich kann in diesem Zusammenhang überhaupt sagen, dass die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe, zu Beginn des polnischen Feldzuges weder führungsmäßig noch rüstungsmäßig noch materialmäßig auf der Höhe war. Mr. Justice Jackson, would you like to adjourn now or would you like to go on in order to finish? This would be a convenient time and I'm sure we can't finish before lunch hour. You'd like to adjourn now? Yes, that'd be very well. Previous to the spring of 1943, as I understand you, Hermann Göring was a man of great influence in the councils of the Reich. Vor dem Jahre 43, also bis zum Jahre 43, hatte Hermann Göring beim Führer immer Zutritt und sein Einfluss war maßgebend. In fact, it was the most important in Germany outside of the Führer himself, was it not? Er hatte im Reiche großen Einfluss, sehr großen Einfluss. The air power was his special mission and his special pride, was it not? Er war... Als alter Flieger war er sehr stolz, die Luftwaffe führen, aufbauen und führen zu dürfen. He had more confidence in air power as a weapon of war than most of the other men of his time, didn't he? Er war jedenfalls überzeugt, dass seine Luftwaffe sehr gut sei. Bloß muss ich wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Zu Beginn des Krieges, im Jahre 39, war aber dieser Stand
der Luftwaffe noch nicht erreicht. Ich wiederhole, damals war die Luftwaffe weder Führungs- noch Ausbildungs- noch materialmäßig kriegsbereit. But ever since you first went with Hermann Göring, you had been rapidly building up the Air Force, had you not? Der Aufbau der Luftwaffe ging verhältnismäßig rasch vor sich. And it began when you first went with Göring, and I've forgotten what year you said that was. Ich kam im April 1933 zu Hermann Göring. Damals gab es noch keinen Oberbefehlshaber der Luftwaffe, sondern es gab nur ein Reichskommissariat der Luftfahrt. Es wurde aber schon damals mit dem Anfang des Aufbaus der Luftwaffe in den ersten Anfängen begonnen. Erst weiter nach 35, als die Wehrfreiheit verkündet war, wurde das Tempo schneller. And the building up of the Air Force was very largely in bombers, was it not? Es waren nicht hauptsächlich Bomben, sondern es war gemischt. What was it? Jäger und Bomber gemischt. Göring also had charge of the four-year plan. Er hat vom Führer den Auftrag bekommen, den Vierjahresplan durchzuführen. He also held several other offices. Did he not? Hermann Göring war außerdem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, war er Vierjahresplan. Er hatte vorher, zu Beginn der Machtergreifung, war er preußischer Innenminister, er war preußischer Ministerpräsident, er war Reichstagspräsident, er war Reichsforstmeister. I notice that you use here, as you used in your interrogations by the United States, the word seizure of power, and that was the common expression used in your group, was it not, to describe the coming to power of Adolf Hitler? In diesem Sinne kann man das nicht sagen. Es war damals ja vollkommen legal. Es war eben damals die Nationalsozialistische Partei, die stärkste Partei, und die stärkste Partei stellte den Reichskanzler, und die stärkste Partei hatte hiermit den größten Einfluss. Das ist nicht so aufzufassen, dass sie sich eine Macht angeeignet hat, sondern dass sie die einflussgebendste, hervorragendste Stellung unter den Parteien hatte. Also völlig legal durch Wahlen. Then you want to change the word seizure. Das muss ich ändern, das ist ein Ausdruck, der in der Presse damals üblich war. Göring got along without any open break with Hitler until 1945, did he not? Bis zum Jahre 1945 war kein offener Bruch. Es war erst ganz am Schluss, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, die Festnahme. But the arrest was the first open break that had occurred between them, was it not? Ja, der erste große, nach außen hin erscheinende Bruch zwischen den beiden Männern. Aber seit dem Jahre 43, wie ich vorhin ausführte, war schon in der inneren Einstellung zwischen den beiden Männern eine allmähliche Entfremdung eingetreten. But that was kept from the public, was it not? Kept from the German people.
Das wurde nicht dem Deutschen, es war auch nicht nach außen hin so sichtbar. Das war eine Entwicklung, die sich vom Frühjahr 43 bis zum Jahre 1945 so allmählich entwickelte. Erst anfänglich gering und dann wurde die Spannung immer stärker. When the arrest was made, it was made by the SS, was it not? Ich habe das nur gehört, auf dem Obersalzberg wäre eine Abteilung SS gewesen, die Hermann Göring in seinem kleinen Haus festgenommen hat und dort festgehalten hat. Vielleicht kann darüber der Zeuge, der nachher vernommen wird, Oberst Brauchitsch, der bei dieser Festnahme zugegen war und der selbst mit verhaftet worden ist, nähere Einzelheiten aussagen. You were not arrested by the SS. Ich war um diese Zeit, seit 20. Juli 1944, wo ich sehr schwer verwundet wurde, lag ich im Lazarett. Ich war in der Nähe von Berchtesgaden in dem Bad Reichenhall zur Genesung. Whenever there were conferences which you attended, was it not the custom at the conclusion of Hitler's address to the group for Goering, as the ranking man present, to assure the Führer on behalf of himself and his fellow officers of their support of his plans? Ich war ja nicht bei allen Konferenzen dabei, ich war nur bei der Lage als Zuhörer dabei. An den Besprechungen oder Konferenzen, wollen wir es nennen, an denen ich teilnahm, ist es hier und da vorgekommen, dass der Reichsmarschall am Schluss eine Äußerung tat und versicherte, dass der Wille des Führers durchgeführt wird. Ich kann mich aber augenblicklich nicht an eine solche speziell an eine solche Konferenz erinnern. You cannot remember any conference at which he didn't do it either, can you? Nein. Ja, es ist nicht immer gemacht worden, im Gegenteil, es war nicht die Regel, dass er das gemacht hat. Im Reichstag hat Hermann Göring am Schluss immer eine Ansprache gehalten, nachdem eine Reichstagssitzung beendet war und und Adolf Hitler das Vertrauen ausgesprochen. And did he not do that at every meeting of officers at which the Führer was present? Bitte die Frage nochmal zu wiederholen, ich habe sie nicht recht verstanden. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich bin nämlich durch die Verwundung, möchte ich bekannt geben, dass ich durch die Verwundung 60% meines Gehörs verloren habe. Deswegen bitte ich die Rückfragen zu entschuldigen. Ich darf nochmals bitten. Quite all right, sir. Do you know of any conference between Hitler and his high command, at which Goering did not close the meeting as the ranking officer present by making assurances of support to Hitler's plans? Die Besprechungen, an denen ich teilnahm, waren zum Teil mit so einer Äußerung am Schluss verbunden. Es gab aber auch viele Konferenzen, und das war eigentlich die Mehrzahl der Konferenzen. Da wurde am Schluss nichts mehr gesprochen. Wenn der Führer gesprochen hatte, war die Sitzung beendet. In 1943, when Goering began to lose influence with Hitler, it was a very embarrassing time for Goering, was it not? Der Hermann Göring litt unter dieser Tatsache.
Er sagte öfter zu mir, dass er darunter sehr leiden würde. From the fact that the Führer was losing confidence in him. Wie bitte? Ich darf noch mal. He was suffering from the fact that the Führer was losing confidence in him. Is that what was causing his suffering? Das mag wohl ein Teil des Grundes gewesen sein. Aber es kam zu Meinungsverschiedenheiten über die Luftwaffe. Well, now in the spring of 1943, it was apparent to you and apparent to him that the war was lost for Germany, was it not? Das kann ich nicht sagen. Eine solche Äußerung hat der Reichsmarschall mir gegenüber nicht gemacht im Jahr 43, dass der Krieg verloren sei. Dass sehr große Schwierigkeiten auftreten, dass es sehr, sehr gefährlich werden wird, aber dass der Krieg endgültig verloren sei, kann ich mich nicht erinnern, dass der Reichsmarschall in dieser Zeit, Frühjahr 43, zu mir eine derartige oder ähnliche Äußerung getan hat. The Reichsmarschall had given his assurance to the German people, had he not, that it would not be possible for them to be bombed as Warsaw, Rotterdam and other cities were bombed. In dieser Form hat die Zusicherung meines Wissens nicht gegeben. Hat vor dem Kriege als unsere Luftwaffe im Bärenbegriff, zu Beginn des Krieges, als die großen Erfolge in Polen und in Frankreich offensichtlich waren, hat er gesagt, dass dem deutschen Volke gesagt, dass die Luftwaffe ihren Mann stellen wird und alles tun wird, um so große Bombenangriffe vom Lande fernzuhalten. Damals war hierzu auch die Berechtigung, dass später die Entwicklung eine andere wurde. Das wurde damals nicht so klar vorausgesehen. Well, then he had given his assurance to the German people, had he not, that the Luftwaffe would be able to keep enemy bombers away from Germany. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass eine offizielle Zusicherung dem deutschen Volke gegeben hat, in Form irgendeiner Verbüchung oder in einer großen Ansprache. Es wurde gelegentlich darüber gesprochen, dass die deutsche Luftwaffe nach den Erfolgen in Polen und in Frankreich auf der Höhe sei. Eine offizielle Verlautbarung, wonach das dem deutschen Volke kundgegeben worden ist, ist mir nicht bekannt. At all events, it became apparent in the spring of 1943 that any such assurance, if it had been given, was misleading. Im Jahre 1943 waren die Verhältnisse wesentlich anders gelagert. Dadurch, dass die englische und die amerikanische Luftwaffe in so starker und starker Zahl auftrat. And it was also true that the air defenses of Germany were proving entirely inadequate to cope with the situation. Is that not a fact? Die Luftverteidigung Deutschlands war insofern sehr schwierig, als die ganze Verteidigung nicht bloß bei den Flugzeugbesatzungen lag, sondern es war auch ein Krieg, ein funktechnischer Krieg. Und in diesem funktechnischen Krieg, muss offen zugestanden werden, war die Feindseite wesentlich besser daran als wir. Es war also nicht bloß ein Kampf in der Luft, sondern es war auch ein Funkmesskrieg. It had become apparent that Germany could not cope with it. Is that not a fact? By 1943. Ja, im Jahr 1943 war das noch nicht so hundertprozentig klar. Es gab da Schwankungen, Tiefenpunkte und Höhenpunkte. Es wurden Anstrengungen gemacht, die Jägerwaffe zu verstärken auf Kosten der
der Bomberwaffe. Es war also nicht so hundertprozentig offensichtlich, dass man der feindlichen Luftwaffe nicht entgegentreten könnte, erfolgreich. Das kam erst im Jahre 1900 und Mitte 44, ab Mitte 44. The Führer lost confidence in Goering as the bombing of German cities progressed, did he not? Jawohl, von dem Moment ab, als die englische Luftwaffe mit ihren Großangriffen auf die deutschen Städte begann, und zwar damals, als der erste große englische Luftangriff auf Köln stattfand. Von diesem Moment ab war es sichtbar, dass Meinungsverschiedenheiten zunächst leichter Natur zwischen den beiden Herren entstanden. And Hitler accused Goering, did he not, of misleading him as to the strength of the air defenses of Germany. Es ist mir nicht bekannt, dass jemals der Führer den Reichsmarschall deswegen eines Vergehens bezichtigt hätte. Die Gespräche zwischen dem Adolf Hitler und dem Reichsmarschall waren immer, trotz aller Gespanntheit, sehr gemäßigt. Die Kritik soll erst nach der im Jahre 44 und Anfang 45 heftiger geworden sein. Da war ich aber nicht mehr dabei, weil ich seit 20. Juli 44 außer Dienst gewesen bin. I think I should ask you the question. I did not intend to imply that the Führer accused him of an intentional misstatement about it. But he misled him or had misunderstood the strength of Germany's air defenses. Was not that generally understood in your circle? Von einer Irreführung kann gar keine Rede sein. Die Meldungen, die die Luftwaffe dem Führer machte, waren immer exakt. Es sind auch die Schwächen der Luftwaffe sind dem Führer gemeldet worden. What were the efforts that were made by Goering, which you refer to as tremendous efforts, to recapture his influence with the Führer? Der Reichsmarschall ließ durch mich, wenn solche Besprechungen waren, ließ er bitten, dass er teilnehmen kann. Der Reichsmarschall kam öfter als gewöhnlich in das Führerhauptquartier. Und er sagte mir auch, ich will alles versuchen, persönlich zu mir, um wieder mit dem Führer in den richtigen Kontakt zu kommen. And he was particularly careful after the spring of 1944 not to do anything that would offend the Führer. Über das Jahr 45 kann ich nichts mehr sagen, weil ich da außer Dienst war. Ich hatte keine Fühlung mehr. Now, this bombing of German cities had become very troublesome from the point of view of the German people's criticism of the government, had it not, in 1944. Das deutsche Volk hat unter diesen Bombenangriffen Unsägliches gelitten. Und ich kann nur das eine sagen, dass Adolf Hitler am meisten darunter gelitten hat. Wenn man das miterlebt hat, wenn nachts die Bombardierung irgendeiner deutschen Stadt gemeldet wurde, so war er wirklich innerlich tief bewegt. Ebenso der Reichsmarschall. Denn die Grauen einer solchen Bombardierung waren ungeheuerlich. Ich habe selbst in Berlin einige solche Bombardierungen mitgemacht. Wer das miterlebt hat, der wird das in seinem Leben nie vergessen. And this was all becoming very embarrassing to Hitler and to the Reichsmarschall, was it not, to explain to the German people why this was going on?
Das brauchte man gar nicht erklären, weil ja das deutsche Volk dasselbe gespürt hat. Eine Erklärung ist da nicht abgegeben worden. Es wurde lediglich gesagt, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, die irgendwie möglich sind, um dieser Gefahr Herr zu werden. And you knew at the time, and the Reichsmarshal knew that no measures could be taken which would prevent. Nein, 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 ich habe vorhin schon betont, es war das ein Krieg auf funktechnischem Gebiete. Und es gab Momente, wo wir in der Abwehr die Maßnahmen des Feindes auf diesem Gebiete durchkreuzen konnten, indem wir wieder ein Mittel fanden, um ihn zu treffen. But when you made the announcements to the German people that all means would be taken, you had then no means at your disposal that you knew of to use, did you? To prevent the bombing of German cities. Oh, doch. Well, what were they and why were they not used? Es waren zum Beispiel folgende Mittel. Es waren die wichtigsten Gebiete wurden sehr stark durch Flakartillerie geschützt. Dann waren funktechnische Mittel da, die Störsender, die es ermöglicht hätten und auch teilweise ermöglicht haben, die Funkstellen in den feindlichen Flugzeugen zu stören. The movement to satisfy the German people under the bombing attacks was a matter of great concern to the Reichsmarshal, was it not? Der Reichsmarschall war sehr interessiert daran, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird. And to see that the population was satisfied, did he not? Ja, zufriedengestellt, das ist leicht gesagt. Er konnte nur dem deutschen Volk versichern, dass er mit seiner ganzen Kraft alles unternehmen würde, um dieser Angriffe Herr zu werden. Now, had you seen the Reichsmarshal and Hitler when the reports came in of the bombing of Warsaw and of Rotterdam and of Coventry? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da zugegen, als die Meldungen einliefen, zugegen war. You never saw any such reactions on their part to those bombings, I take it. Ich weiß nur, dass Warschau eine Festung war, die von der polnischen Armee besetzt war, und zwar sehr stark besetzt war, sehr gut bestückt mit Artillerie, die Forts waren besetzt und dass zwei oder dreimal Adolf Hitler angekündigt hat, man möge die Stadt von der Zivilbevölkerung räumen, das wurde abgelehnt. Es wurden lediglich die ausländischen Gesandtschaften herausgeführt, indem ein Parlamentär hereinging, die polnische Armee, die in der Stadt war und die Stadt hartnäckig verteidigte, und zwar in einer ganz dichten Folge von Forts. Es waren, die Außenforts waren stark besetzt, sogar aus der Innern der Stadt schoss schwere Artillerie nach außen. Die Festung Warschau ist daraufhin dann angegriffen worden, und zwar auch mit der Luftwaffe. Aber erst als man diese Anfrage Adolf Hitlers ablehnte. Was Coventry a fortified city? Ebenso. Coventry war keine Festung. Coventry war aber eine Stadt, in der die Schlüsselindustrie der feindlichen Luftwaffe ist. Eine Stadt, in der die Flugzeugmotoren gebaut werden, eine Stadt, in der meines Wissens auch viele Fabriken und viele Einzelteile dieser Flugzeugmotoren innerhalb der Stadt hergestellt werden.
Die Luftwaffe hat jedenfalls damals, das weiß ich noch, den Auftrag gehabt, nur die Industrieziele anzuwerfen, zu bewerfen. Wenn dabei auch die Stadt mit in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dann ist das bei den damaligen Navigationsmitteln, ist das begreiflich. You were interrogated in November of 1945, were you not, by Colonel Williams? Jawohl. And Colonel Williams asked you about certain fictitious incidents along the German-Polish border late in August of 1939, did he not? Hat mich befragt, jawohl. And would you care to tell the tribunal what you know about the fictitious incidents along the Polish border? Ich weiß, etwas Positives weiß ich nicht. Ich wurde gefragt von Herrn Oberst Williams, ob ich den Vorfall über den Gleiwitzer Center vorher gewusst habe. Ich habe ihm gesagt, davon habe ich nichts gewusst. Es war nur so, dass die Vorfälle an der polnischen Grenze sehr ähnelten denen, wie sie damals an der tschechischen Grenze waren. Daraus war vielleicht zu entnehmen, das ist ja bloß eine subjektive Meinung von mir, dass vielleicht das gewollt war. Aber eine positive Unterlagen, wonach von unserer Seite aus irgendetwas inszeniert worden ist, habe ich nicht gehabt. Did you not tell him on the 6th of November 1945 as follows? I heard about it, but I personally at that time had the feeling that all these provocations that had taken place had originated from our side, from the German side. As I said, I had no real proofs of that, but I always had that feeling. Did you not say that? Das habe ich gesagt, ja. And that you had talked with people about this from whom you got that feeling. Is that right? Nein, das kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich aus der Presse, an die Meldungen aus der Presse, die gaben mir diese Vermutung. You were asked, were you not, this question and gave this answer. Question. But you are of the opinion that what appeared in the press and these incidents that were reported were not true, but done merely to cause an incident as an excuse for an invasion. And did you not make this answer? I had that feeling. I cannot prove it, but I definitely know I had a feeling that the whole thing was being engineered by us. Did you not make that answer to that question? Das Protokoll wird das ja ausweisen. Wenn wir es so, wie Sie eben verlesen haben, wenn es in dem Protokoll steht, dann habe ich das gesagt. Ich kann mich momentan an den Wortlaut nicht mehr erinnern. You do not deny the fact, however. Ich hatte gefühlsmäßig, ist aber eine rein subjektive Auffassung. But it was your opinion. Jawohl. Now then, I ask you whether you were not interrogated about the Führer's desire to make war on Poland, and whether you did not give this answer. Gentlemen, this question is very hard to answer, but I can take it under my oath that the Führer actually wanted the war against Poland. I can prove that he actually wanted a war of aggression against Poland by all the surroundings and the remarks that were made around the Führer.
I was present during the night when Hitler gave Henderson his conditions that he wanted dancing. And I concluded from all the conferences that the Führer had with the ambassador, I had the impression that the Führer did not really want the Poles to accept those conditions. I ask you if you made those answers. To Colonel Williams. Ich kann Folgendes hierzu erwidern. Ich war nicht in der Besprechung, dass, wenn ich das so gesagt haben sollte, so ist das ungenau von mir ausgedrückt. Ich war nicht in der Besprechung, die der Führer mit Henderson hatte, sondern ich war, wie die anderen Adjutanten außen, in den Vorräumen gestanden. Und nur in den draußen im Vorraum hörte man die einzelnen Gruppen. Einen sagten das, die andere jenes. Ich entnahm aus den Gesprächen, dass die Bedingungen, die Henderson für die Polen bekam am Abend, dass der Termin zur Beantwortung dieser Fragen bis zum nächsten Mittag so kurz sei, dass man daraus entnehmen könne, dass eben doch eine gewisse Absicht dahinter sei. Stecke. Well, that is the impression that you received from being in the anteroom and talking with the people who were about Hitler that night. Es waren Adjutanten, Reichspressechef, so die Herren, die eben im Vorzimmer, ohne an den Sitzungen teilzunehmen, warten. I'll ask you, in order to make this very clear, one more question about your interrogation on that subject. Were you not asked this question? Then we can summarize your testimony this morning by saying that you knew in 1938, several months before Germany attacked Poland, that Hitler fully intended to attack Poland and wage an aggressive war against her. Is that right? And did you not make this answer? I can only say that with certainty from the night when he told Henderson he wanted dancing and the street to the corridor. From that moment, I was sure Hitler intended to wage an aggressive war. Were you asked that question and did you make that answer? Wenn es im Protokoll so steht, habe ich das gesagt. Well, if it were not in the minutes, it would still be your testimony now, wouldn't it? It's the fact, isn't it? Meine Definition geht ganz präzis dahin, dass ich aus der Überreichung der Forderungen Adolf Hitlers an Henderson, und zwar in dem kurzen Termin, der dem Exzellenz Henderson gestellt worden ist, entnehme, dass eine gewisse Absicht vorgelegt hat. So will ich das jetzt präzis formulieren. I will ask that you be shown Exhibit L-79, United States Exhibit and Evidence 27. Seen that before, Mr. Witness? Dieses Schriftstück habe ich, ist mir von Herrn in Abschrift von Herrn Oberst Williams gezeigt worden und ich habe ihm gesagt, dass ich persönlich mich nicht erinnern könnte, dass ich dabei gewesen sei. Wenn aber hier auf dem Protokoll mein Name steht, dann war ich dabei. Well, your name is on the document, isn't it? War ich dabei. Yes. Now, ich kann aber mich nicht an den Inhalt
dieser Besprechung erinnern. Ich habe dem Oberst Williams damals gesagt, es wird das gesprochen worden sein, weil der Oberst Schmutz, dessen Schrift ich genau kenne, ich bekam eine Abschrift vorgezeigt. Oberst Schmund ist ein Mann, der seine Aufzeichnungen sehr gewissenhaft macht. And that is all in his handwriting? Das ist hier, wie ich es hier sehe. And it's signed by Colonel Schmund. Ist von Oberst Schmund unterzeichnet. Jawohl, Oberstleutnant Schmund. Die Korrekturen, die herin sind, sind nicht von seiner Hand. But the body of the document is his handwriting. Wie meinen Sie? The body of the document is his handwriting. Das ist seine eigene Handschrift, die kenne ich. Jawohl. Yes. And when you were asked about that by Colonel Williams, You took time to read it, and then you said, did you not? I think that the thoughts are right as they are expressed here. These are the thoughts that the Führer usually voiced to us in a small circle. You made that statement. Jawohl, das habe ich gesagt, jawohl. And you said that I cannot remember whether these things were expressed on that day. However, it is possible, the thoughts that are put down here are the thoughts of Adolf Hitler. You said that to Colonel Williams, did you not? Das habe ich dem Oberst Williams gesagt. Yes. I'll ask, that's all I care to ask about that. Yeah, what? Document. I now ask to have shown to you the original exhibit, United States 798 PS, United States Exhibit 29 in evidence. Meines Wissens wurde mir diese Ansprache des Führers auch von Oberst Williams in Abschrift vorgelegt. Right. That's right. And you said damals, you said, did you not, that you did not recall whether you were present, but that the thoughts expressed in that, dass die Gedanken hin und ausgedrückt werden, dass sie stimmen. They're correct. Yes. That's all about that. Ich weiß, ja, ich muss aber noch eines sagen. Ich habe den Oberst Williams noch einmal zu sprechen versucht und konnte ihn nicht erreichen. Ich habe wahrscheinlich an dieser Besprechung, habe ich zugehört. Well, we'll take that statement now and excuse you from looking for Colonel Williams. I asked to have you shown exhibit number 3474 PS, United States exhibit and evidence number 580. Is that your handwriting? That is meine Handschrift, jawohl. And, signed by you. Jawohl. And is a note of a conference of the second day of December 1936, is it not? Jawohl. You prepared this memorandum for your files. Is
Is that right? Wem ich das gegeben habe. Well, it says that it's a note for the files on that discussion. Is that correct? Das ist eine Aktennotiz, jawohl. Yes. General, Goering was present at that conference. Was that, is that correct? Er wird Sie abgehalten haben. Er wird Sie ab. Er steht hier anwesend, Generaloberst Goering. In fact, the note says he conducted it, doesn't he? Doesn't it? Jawohl. Now, there was also present Milch, Kesselring, and all of the others who are named in the list at the head of the notes. Jawohl. And you then recorded that Goering told, oh, by the way, all of those men were men connected with the armed forces of Germany, were they not? Das waren alles Herren der Luftwaffe. Das waren die damals führenden Herren. General Milch war damals in der Rüstung tätig. Generalleutnant Kesselring, glaube ich, damals Generalstabschef. Christiansen, Volkmann, das waren alles Herren, die in führenden Stellungen waren. All concerned with the Air Force, you say. And this meeting was held on the 2nd of December, 1936. Are we correct about that? Jawohl. Jawohl. And Goering opened the conference by saying that the world press, excited about the landing of 5,000 German volunteers in Spain, official complaint by Great Jawohl. Britain, she takes up connection with France. Refreshing your recollection, that is what occurred, is it not? Jawohl. Jawohl. Then, Goering said the general situation is very serious and that he took over full responsibility. Did he not? Jawohl. Die allgemeine Lage ist sehr ernst. Russland, England rüstet sehr stark auf. Alter Befehl von heute ab, höchste Einsatzbereitschaft. Erwünscht ist. Now he next said, did he not, that silence till 1941 is desirable. However, we cannot know whether there will be implications before. We are already in a state of war. It is only that no shot is being fired so far. Did he say that? Das ist in diesem Protokoll festgelegt. And he also said, did he not, that beginning January the 1st, 1937, all factories for aircraft production shall run as if mobilization had been ordered. Das wird gesprochen worden sein, wenn ich hier niedergelegt habe. Jawohl. Well, it is there in the text, isn't it? Das ist in dem Protokoll hier in Teil. In your handwriting. Jawohl. Now, you have testified that Goering had no prior knowledge of the action taken against the Jews on the night of November 9th and 10th of 1938. Das entnahm ich daraus, dass am nächsten Tag sehr bestürzt zu mir kam. He was informed about them the next day. Das war der nächste Tag, war das in den in der Presse gestanden, in der Zeitung. Yes. You said that he complained about the people who instigated them. Das hat mir der Hauptmann Wiedemann gesagt. Der Hauptmann Wiedemann, der mit mir hier in Gefangenschaft war, hat mir gesagt, dass Hermann Goering
einige Tage später mit Unterlagen zum Führer kam und sich über diese Urheber der Vorkommnisse beschwert hat. Who did he complain about? Darüber hat er mit mir nicht gesprochen. Ich habe das Wiedemann sagte mir, er hätte sich über Heydrich und Goebbels beschwert. I didn't get that answer. Wiedemann erzählte mir, das habe ich nicht selber von Hermann Göring erfahren, sondern Wiedemann sagte mir, er habe sich über die Urheber, und zwar seien die Urheber Heydrich und Goebbels gewesen. And Heydrich and Goebbels were both officials in Hitler's regime, were they not? Dr. Goebbels war Reichspropagandaminister und Heydrich war der Vorsitzende der Geheimstaatspolizei. So immediately following these pogroms, Goering knew and complained to Hitler that they had been incited by officials of the Nazi regime. Über die näheren Einzelheiten, was er dort gesprochen hat, weiß ich nicht. Das weiß der Hauptmann Wiedemann, der kann darüber aussagen. Goering was then at the height of his influence, both with the Führer and with the country, wasn't he? Er hatte damals den größten Einfluss. Yes. And I understand you to say that he immediately called a meeting of Gauleiters. Diese Versammlung von Gauleitern war einige Wochen später. Das habe ich auch nicht miterlebt. Das habe ich gehört von dem ehemaligen Gauleiter der Steiermark, Dr. Überreiter, der mit mir zusammen hier in Gefangenschaft ist. Dieser Gauleiter Überreiter hat an dieser Sitzung teilgenommen. How long did he wait before he called the meeting? Mir sagte der Dr. Überreiter, es wäre einige Wochen nachher gewesen. Well, did you know about his holding a meeting on the 12th of November 1938 at his offices in the Reich Ministry for Air? Ich kann mich daran nicht erinnern. And do you remember that he had present at that meeting Heydrich and Goebbels and many others? Is that the meeting to which you refer? Da müsste man den Dr. Überreiter vielleicht fragen, der an dieser Sitzung teilnahm. Er sagte mir, Überreiter, dass da außer den Gauleitern das Goebbels anwesend war, sagte er mir. And it was the custom of Goering to keep minutes of the meetings that he conducted. Hermann Göring hatte immer Stenografen da und diese Stenografen haben von solchen Sitzungen Protokolle gemacht. And you want us to understand that Goering was shocked and offended by what had happened to the Jews on the nights of the 9th and the 10th of November 1938. Es war nicht in seinem Sinne, und zwar deswegen, weil er, wie ich bereits vorhin ausführte, sagte, das wäre ein großes Unrecht, das wäre eine wirtschaftliche Unvernunft und es wäre eine Schädigung unseres Ansehens im Ausland. Das sagte ihr Dr. Überreiter, in diesem Sinne habe er zu den Gauleitern gesprochen. Was it known to you that on November the 12th, 2 days after those pogroms, Goering promulgated the order fining all of the Jews a billion Reichsmarks, confiscated their insurance, and passed a new decree excluding them from economic life? Did you know about that? Ich habe davon gehört. Ich habe aber mit der Abfassung und mit der Regelung
persönlich nichts zu tun, da ich ja der militärische Adjutant bin. Yeah. And this was 2 days after war, this. Das war. And these decrees were promulgated 2 days after this pogrom, which you say he complained about. Right? Das kann ich nicht. Den Zusammenhang kenne ich nicht. That's all.